Der HC Winterthur engagiert sich vor allem für soziale Projekte, die im Zusammenhang von Handball steht. Special Handball ist ein Teil davon. Das heisst, wir bieten eigentlich Handball an, was speziell angepasst ist an Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen, die spezielle Bedürfnisse haben oder eine Behinderung haben, wo man wirklich das Training dementsprechend auch ein bisschen anpasst und versuchen so eigentlich eine inklusive Handball-Community aufzubauen oder auch Gesellschaft herauszutragen. Special Handball ist ja für Leute mit Beeinträchtigung. Und es sind wie Trainings, wo Leute mit Beeinträchtigung, aber je nachdem auch Leute ohne Beeinträchtigung können zusammenkommen und Sport machen. Und es hilft natürlich sehr für die Inklusion. Ich habe 3 Kinder, 6, 9 und 11. Und sie haben alle 3 keine Beeinträchtigung und schätzen das Handballtraining hier beim Sydney im Special Handball sehr. Also ich finde es schön, dass es einfach durchmischt ist. Von Mädchen, Buben, von Erwachsenen, von Kleinen, von Jugendlichen. Ich finde, es sollte viel mehr Durchmischung geben in der Gesellschaft. Ich finde das Training sehr schön. Es macht wunderbar die Antritte. Es hat ja 2 Hälften gegeben. Die besseren und die schwächeren. Finde ich auch absolut gut. Am besten gefallen hat mir, dass wir 2 verschiedene Gruppen gemacht haben, die stärkeren und die schwächeren. Und auch, dass mal ein bisschen andere Trainer waren, die auch ein bisschen andere Tipps geben konnten. Mega schön, also es ist einfach das Integrative. Es ist einfach eine coole Aktion, finde ich. Es ist wirklich schön zu sehen, wie die Leute sich alle integrieren und also alle 3 Gruppen sich mischen. Und wir sind wirklich alle miteinander von Anfang an zusammen miteinander spielen und es einfach kein Problem ist. Und es ist wirklich schön heute. Also einerseits geht es natürlich darum, dass vor allem Kinder und Jugendliche Spielmöglichkeiten bekommen, Trainingsmöglichkeiten, dass auch mit Gruppierungen, die es schon bestehen, dass man mit denen vor allem zusammenarbeiten lernt. Das ist, glaube ich, das Primäre. Und sekundär ist natürlich, dass vor allem auch die Sichtbarkeit gewährleistet wird, dass man das sieht, dass da Sachen gibt, dass es Aktivitäten gibt und dass so eigentlich das Engagement auch in der Gesellschaft ankommt und vielleicht auch so eine Bewegung kann entstehen. Mit den Special Olympics zusammen natürlich, wo auch ein Anlass ist, wo ja das auch weitertragen sollte, wo Handball als Sportart sicher nicht nur, sagen wir jetzt, im regulären Bereich, sondern auch im Bereich von Menschen, die eine Behinderung haben, auch einen Platz bekommt.